Was geht ab, liebe Bros und Prosin? Herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem. The Blazing Sword. Ganz genau. So, wie schon angekündigt in der letzten Folge, haben wir ein bisschen jetzt in der Arena unsere Einheiten trainiert. Richtig, wir sind mit den meisten Einheiten durch. Wir durften natürlich nicht alle Einheiten, wie ihr wisst, auf diese Map mitnehmen. Wir mussten uns für 11 entscheiden, das hat aber, ich denke mal, ausgereicht. Sehr viele fürs erste Jahr wichtige Charaktere haben wir jetzt trainiert, also die für uns wichtig erscheinen. Dann kannst du doch mal kurz auch die Level und die Stats zeigen. Also, Eliwood haben wir trainiert, Level 20. Du musst hoch, sonst musst du genau hier. Also so, sie könnt das am besten dann einfach pausieren. Wir werden die jetzt nicht im Einzelnen vorlesen. So, dann Hector ist auch gemaxt worden. Yep. Oswin, weil wir haben ja auch das Ritterwappen, den würden wir ganz gerne weiterentwickeln und der hat auch ganz gute Verteidigungswerte. Das heißt, es wird eine richtig schöne Frontline werden. Yep, das stimmt. Auch unser guter alter Dorkas ist mit dabei, weil der Kerl ist einfach cool. Genau. Den habe ich irgendwie schon echt so in mein Herz geschlossen. Natürlich, als Magier, er darf nicht fehlen. Ist richtig. Priscilla ist ganz nebenbei hochgekommen. Als einziger Healer, der mit dabei war, hat sie halt enorm natürlich ihren Job getan und die Leute am Leben gehalten. Genau. Natürlich der dritte Lord im Bunde, Lin. Nun auch Level 20. Und kennt eine unserer ersten Einheiten. Jetzt immer noch schade, dass man hier nur eine fixe Promotion hat. Ja, das ist blöd. Und Florida natürlich. Yep. Jetzt haben wir noch, okay, Kanas haben wir jetzt nicht drin. Nee, also ich plane jetzt erstmal auch nicht zwingendermaßen Dunkelmagier mit ein. Mhm. Gut, falls ihr euch noch dran erinnert, wir mussten ja die Map beenden, indem wir mit Fages reden. Also tun wir das jetzt mal. Genau. Und wir reden mit ihm. Ja, ihr habt das geschafft, Wappen. Das war ganz schön knackig. Jetzt werden wir uns die Überfahrt gewähren, oder? Ich bin ein Mann der See. Mein Wort halte ich immer. Trieben mich meine alten Augen? Gehört diese Schönheit zu dir? Ja. Erst mal wieder ein Traum. Das ist mein Glückstag. Hör zu, ich weiß, wie ihr euch fühlt, aber ihr müsst das akzeptieren. Wir haben keine andere Wahl. Das weiß ich. Ich habe nichts gesagt, oder? Jetzt können wir die Insel des Grauens erreichen. Bitte, Vater, sei unversehrt. So, dann muss ich ja übergeben, weil es... Also du kannst das gerne natürlich an mich überreichen, aber du musst dich jetzt nicht übergeben. Das ja. Ich glaube, so schlimm war das Kapitel ja doch nicht. Es war aber enorm zeitintensiv. Also wir haben es so, haben uns da abgewechselt im Charaktere trainieren und haben da schon unsere 3 Stündchen gebraucht. Yep. So, Fages Schiff durchpflügt die See in einem, mit dem Wind im Rücken. Endlich erspähen sie eine vom Nebel verhüllte Insel am Horizont. Oh, die Schöne weiß. Edwards Vater befindet sich auf der Insel ebenso wie das Drachentor. Je näher sie der Insel kommen, desto weniger fürchtet Eliwood, dass sein Vater ein Verräter sein könnte. Als sich der Moment der Wahrheit nähert, betet Eliwood nur für die Sicherheit seines Vaters. Kann man auch verstehen, Familie ist was Wichtiges. Ja, klar, auf jeden Fall. Und ich meine nicht so wie der andere Arschloch-Typ, der seinen Sohn da zurückgelassen hat. Jetzt aber erstmal zu Kapitel 17, dem Piratenschiff. So schaut's aus. Was ist das für eine Type? Das ist Fages. Ahoi, Jungchen! Du bist doch nicht seekrank, oder? Mir geht's gut, Sir. Dies ist wirklich ein stattliches Schiff. Bist wohl ein Vagabund der Meere, wie? Erlaubt mir, euch eine Frage zu stellen. Schieß los! Warum habt ihr zugestimmt, uns die Überfahrt zu gewähren? Als wir angaben, es sei unser Wunsch, nach Valor zu reisen, haben uns die Leute im Hafen behandelt, als wären wir völlig verrückt. Sicher haben sie das. Schließlich ist das die Insel des Grauens. Gäbe es keinen guten Grund, wären wir auch nicht dazu bereit gewesen. Und trotzdem gewährt ihr uns die Überfahrt. Sag mir, warum? Hör mir zu, Jüngchen. Männer sind merkwürdige Wesen. Eine Herausforderung können wir niemals widerstehen. Sobald sich etwas am Horizont regt, setzen wir auch schon die Segel. Manche Träume jagen wir nach, manche kehren wieder wir den Rücken. Ich bin alt geworden.
Schon seit vielen Jahren suche ich nach einer richtigen Herausforderung. Und dann kommt ihr Mondkälber und wollt zur Insel des Grauens. Euer Mut hat mich sehr beeindruckt. Wenn jemand die Schrecken der Insel des Grauens überlebt, dann seid es wohl ihr. Wir werden euch nicht enttäuschen. Wir kommen wieder zurück. Also gut. Dann werden wir vor Anker liegen und auf euch warten. Entzündet ein Signalfeuer, wenn ihr zurückkehren wollt. Wir kommen dann und holen euch ab. Vielen Dank. Captain, da ist ein Ruderboot längsseits an Backbord. Scheint, als wäre jemand an Bord. Wie lauten Ihre Befehle? Bring ihn an Bord! Da haben wir wohl einen Besucher. Merkwürdig. Hier auf ein verdammtes Boot zu stoßen. Genau. Merkwürdig. Warum denkt ihr so? Die Strömung in diesem Gebiet, alles was hier treibt, muss von der Insel des Grauens gekommen sein. Oh. Wollen wir unseren Gast begrüßen? Na klar. Wir haben ihn da. Ellie Wood, du hast mit dem alten Fargus gesprochen? Du hast uns gesehen? Nein, ich hörte, du hättest dich mit ihm zurückgezogen. Konntest du etwas in Erfahrung bringen? Wir können ihm vertrauen. Wir hatten Glück, auf ihn zu stoßen. Wenn du das sagst. Hey, ihr zwei, kommt her. Sie haben das Boot hochgezogen. Ich frage mich, wer an Bord ist. Es ist ein Mädchen? Hey, du da. Ich? Geh mir mal zur Hand, ja? Ich weiß nicht, wo ich sie anfassen darf. Gut. Was für ein Gentleman. Klappe halten. Da haben sie sich zwang gefunden. Ja. Oh, warte, was machst du denn hier? Ninian! Out of nowhere! Ninian! Mein Gott, sie hat sich teleportiert. Fum, fum, Ninian, fum, Ninian. Ninian. Unglaublich. Wie hoch mag die Wahrscheinlichkeit hierfür sein? Du kennst sie? Sie sieht aus wie damals, als Lindis und ich sie vor einem Jahr trafen. Ich rettete Ninian vor einer Bande von Banditen. Bitte, Ninian, öffne deine Augen. Ninian, kannst du mich hören? Ich. Bist du in Ordnung? Warum warst du auf diesem Boot? Wo ist Nils? Warum ist er nicht bei dir? Ninja? Lindis, irgendetwas stimmt mit dir nicht. Wer? Captain? Piratenschiffe nähern sich uns vom Nordwesten. Wollen Sie es etwa wagen, Captain Fargus und die Davos anzugreifen? Immer noch Davros. Davros, verdammte Axt! Die müssen verrückt sein. Welche Flagge haben Sie gehisst? Diese Farbe habe ich noch nie gesehen. Die Meere gehören uns. Wer Sie auch sein mögen, Sie befinden sich in unseren Gewässern. Dies scheint ein guter Tag für merkwürdige Ereignisse zu sein. Ihr Wetten kümmert euch um euch selbst. Wir können keine Zeit auf euch verschwenden. Ach, scheint dir richtig abzugehen. Uah! Wasser! Wir haben ein Leck! Wir haben einen Wassereinbruch! Ein Leck? Dieser Abschaum ist gefährlicher, als ich dachte. Das ist nicht gut, Captain. Wir brauchen alle Mann unter Deck. Oder wir werden sinken. Kümmert euch darum. Ich muss diese Kümmerlinge ein paar Belüftungsschlitze verpassen. Wir brauchen ihre Hilfe. Das Wasser steht schon bis zur Kombüse. Ja, Wörter. Sie müssen nach unten kommen, Captain. Ja, gut los. Fargus, überlass die Feinde uns. Mit dem Kampf sind wir vertraut. Aber ein sinkendes Schiff, das verlangt eher nach euch. Ihr müsst etwas unternehmen, sonst werden wir alle ertrinken. Wir kümmern uns hier oben um die Angreifer. Bitte beeilt euch. Gut, das Deck gehört euch. Ich komme hoch, sobald wir das Leck im Rumpf gestopft haben. Vorwärts. Ich frage mich gerade, wie sie das stopfen wollen, oder besser, wen sie da reinstopfen. Lin, bringen sie in dieses Zimmer. Das werde ich. Da kommen sie. Da sind sie. Verschont das Mädchen. Tötet alle anderen.
Ich spreche immer die Charaktere, die extrem viele Lines haben. Das ist total geil. Hier! So, 11 Einheiten. Okay. Sind dabei. Das sind wir noch bei. So. Müssen wir schauen. Er, Glenn, Ken, Florina, Rebecca, Matthew. Markus könnte man wieder mitnehmen. Allerdings, wir haben nur Rebecca als Bogenschützen mit dabei. Mhm. Ist jetzt die Frage, brauchen wir einen Dieb? Ich mir nicht vorstellen kann, dass wir irgendwas dem armen Captain hier klauen sollen. Der hat uns ja nicht schließlich mitgenommen. Gibt es rote, also besondere rote Einheiten, die wir... Können wir gleich. Blackfang. Ich wusste, dass ihr seid. Blackfang Chaji. Ich glaube nur den Boss. Aber das ist halt der Soldam. Soldam-Boss oder soll das anders? So, jetzt noch die. Nee, also das sind ganz normale gegnerische Units, mit denen wir hier bombardiert werden. Ich sage Matthew raus und Markus wieder rein. Dass wir eine zweite Frontline haben, oder? Also ich sag mal mit. Kent und Osman haben wir eigentlich zwei Frontliner. Ich meine, also meinetwegen können wir auch Markus mit reinnehmen. Kein Problem mit. Ich finde es halt besser als Matthew, oder? Ja, das stimmt. Wie steht es eigentlich mit Promotions? Mhm. So, Hector. Also du hast das Geheimbuch, das muss noch weg. Nein, das wollte ich nicht. Die Dose kann nichts mit einem geilen Buch anfangen. Priscilla ist ganz gut aufgestellt. Kann aber eine Heilung mal hier lassen. Vielleicht kriegen wir noch das ein oder andere schöne. Bei Witzen. Dorcas ist gut aufgestellt, du brauchst schlafen, ich denke mal weg. Habe ich eigentlich noch ein Heilmittel? Ich glaube nicht mehr, ne? Sieht schlechter, habe ich nicht. Ja. Kent ist noch gut dabei. Florina braucht den Kurzbogen nicht. Nee. Pegasi sollten nicht mit Kurzbögen umgehen. Es wäre etwas komisch. Markus hat eine Eisenklinge, das reicht. Du kannst ja noch was gebrauchen. Haben wir noch einen Bogen? Sollten wir haben, ne? Ja, Stahlbogen, Kurzbogen. So. Gut, dann Dorcas. Habe ich die schon ins Franz getan oder noch nicht? Ja, nein. Dann müsste Matthew wahrscheinlich noch die. Das Ding hier, Heldenzähle. So, verwenden. Heldenzierde. Und Dorcas wird zu. Dorcas der Krieger, wie es aussieht. Yo. Nice! Der Junge. Und er kann Bogen nutzen. Passt sein Blick noch viel weniger dazu. So, warte mal. Tauschen mit. Hat er Will noch irgendwas? So, ja. Der hat einen Bogen. Der Stahlschwert hat er auch noch. So, und dann unsere Dose 2.0. Das Vermächtnis von Bruce Wallace. Ja, aber den werden wir früher oder später auch wieder kriegen. Ich hab's im Urin. So, Oswin. Der wird auch wieder zu einem General werden. Damit haben wir jetzt wieder eine anständige Frontline. Richtig. Oh, freue ich mich doch. Ja, nice. Die Stats, die können sich auf jeden Fall sehen lassen. Oh ja. Und er kann jetzt auch mit Äxten umgehen. Ist die Frage, haben wir noch irgendwo eine Axt, eine Eisenaxt? Ich sag mal, selbst wenn nicht, wir haben schon genug Leute, die mit Äxten hantieren. So, damit hätten wir alles soweit vorbereitet. Mhm, ja.
das wollte ich. Danke. Ja, sehr gut. Speichern. Ich hoffe, dass wir bald nochmal Promotion-Items bekommen werden. Manuals einsetzen, ja bitte. Weil wir haben im letzten Kapitel gesehen, dass wir nichts zurückschicken können, wenn der Typ nicht dabei ist. Das war ziemlich blöd. Ahoi! Könnt ihr das Deck halten, bis Verstärkung eingetroffen ist? Wer? Ich? Ich bin Jake. Hm? Ei, ich bin der Neue in der Crew. Auf der Davros. Jetzt fange ich auch schon an. Himmelarsch und Zwirn nochmal. Wie? Anna hat ihr von mir erzählt. Ach so, da macht sie sich Sorgen um mich. Ja, das erfüllt mein altes Seemannsherz mit Freude, ehrlich. Lass mich dir eine Information geben. Wir haben beide Händler an Bord. Kaufe von ihnen, was immer du brauchst. Das ist eine Einzelheitsinformation, mein Freund. Das ist ein Arsenal. Rechts daneben wahrscheinlich stehen der Händler. Und das ist ein Laden und beides unterscheidet sich, obwohl sie einfach nur unterschiedliche Vorgänge haben. Nachdem wir die Insel des Crowns erreicht haben, besteht da keine Möglichkeit mehr, eure Bestände aufzufüllen. Kauft so viel ein, wie ihr nur tragen könnt. Solange ihr die Chance dazu habt. Ja, dankeschön. Das ist Himmelarsch und Zwerg, ich meine, lieb von dir. Himmelarsch und lieb von dir nochmal. Also wir haben hier keinen Bogenschützen dabei. Das heißt, Florina hat... Da ist ein Bogenschütze. Florina guckt den Bogenschützen an. Dose, lauf, dahin. Überraschung. So. Den Warrior zum Pullen. Dann schicke ich einmal Florina schon mal hier hin zum Flankieren. Jetzt rüst dir noch einen Langspeer aus, damit sie sich wehren kann, weil ich davon ausgehe, du kannst mich einnehmen. Ich habe sie perfekt manövriert. Das war jetzt wirklich nicht beabsichtigt. Einfach piepschen. Rebecca dahin. Du bist hier ein guter Backliner. Roy. Würde ich sagen, geht erstmal ins Arsenal unsere Bestände auffüllen. So. Ich meine, wir haben jetzt, wie ihr seht, sehr viel Geld angeordnet. Das ist halt der Nebeneffekt von Arena-Kämpfen. Der Portemonnaie wird schwer. So kaufen. Jetzt können wir uns endlich mal auf Dauer ein bisschen ausrüsten. Ich sage, wir holen uns nur den besten Sheet. Ja, würde ich auch sagen. Also ich meine, genug Geld haben wir. Stahlwaffen. Stahlwaffe. Alles zu Merlinus. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Ich habe auch auf der vorigen Karte, wir haben ja, wie heißt es, sind wir ja dort ins, dort in die Taverne gegangen, wo wir auf Anna getroffen sind. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wer ist zum Teufel ist dieser Jake? Ich habe ihn auf der ganzen Karte nicht gefunden. Haben wir den Kerl vielleicht schon versehentlich umgebracht oder sonstiges? Aber dann hat man, wie heißt es, jetzt kommt er halt direkt am Anfang des Kapitels, was schon ziemlich nice ist. Stahlaxt. Ein paar Stück. Ein paar Wurfbeile wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Wir stocken ordentlich auf gerade. Ich freue mich auch schon wieder auf die Angriffsanimation von Osman. Jetzt, wo er General ist. Ja. Ist eine meiner liebsten Animationen, weil es einfach so brutal und kraftvoll aussieht. What? Ja, muss ich dazu sagen, ihr habt echt was verpasst, weil. Gut, ich habe es auch verpasst. Weil der gute Baron hat vorhin die Ehre besessen, zu erfahren, wie die legendäre Crit-Animation von Hector aussieht. ja. So, Hector, speaking of which, gehen wir mal in den Laden. Unterstützungsgespräch. Ach, stimmt, ja genau. Wir haben ja Unterstützungsgespräch, hab ich ganz vergessen. Ja, richtig. Lin und Kent, das ist jetzt, es ist noch möglich. Es ist noch möglich. Hector und Eliwood sind auch möglich. Wir haben wohl das eine oder andere. Hier gibt es sogar Tonschüsse. Aber wir haben ja noch den anderen. Deswegen sollte es. Erstmal brauchen wir Heiltränke, weil die haben wir alle verkaufen müssen. Wie gesagt, wir wussten das nicht mit Merlinus. Wir haben ja gedacht, okay, wir haben jetzt Merlinus. Das heißt, wir können jederzeit, zu jedem Zeitpunkt Sachen dorthin schicken. Das Blöde ist, wenn wir ihn nicht aufstellen, geht das nicht. Das heißt, wir sind. Feuerwehrblitzflux. Ich hole nochmal ein paar. Pflege. Ja. Für die gute Priscilla. Ja, aber da haben wir noch eigentlich genug. So, jetzt hole ich nochmal zwei Heilstäbe. Also, in case shit happens, wir werden vorbereitet sein, wir werden ausgerüstet sein. Ein paar Mal Donner bei Blitz haben wir erst neu gekauft. Mhm. Sofern wir aber noch keinen Leitstern haben,
können wir sowieso noch nichts damit anfangen, weil wir haben ja Lucius bisher nicht verpflichten können. Ja, richtig. Also da sind wir immer noch der Meinung, wir hätten erst Raven holen müssen, damit Lucius uns überhaupt folgt. So. Lady Lindis, wie geht es euch? Kent, ich bin froh, euch hier zu sehen. Aber danke, es geht mir gut. Habt ihr etwa mein Können bezweifelt? Natürlich nicht, Lady Lindis. Das sollt ihr eigentlich wissen. Trotzdem, man kann nie wissen, was auf dem Schlachtfeld geschehen mag. Passt bitte gut auf euch auf. Vielen Dank, Kent. Es ist gut zu wissen, dass ihr immer auf mich aufpasst. Aber natürlich. Ich bin ein Diener der Lady Lindis. Es ist meine Pflicht. Lady Lindis? Nichts, nichts. Lass uns gehen, Kent. Milady? Ja. Ritterlichkeit gut und schön, aber das ist nicht unbedingt das, was sich, glaube ich, unsere Lindis erhofft hat. ich stelle ihn mal hier hin, um ihn zu schützen. Jetzt können wir Markus nämlich, weil Pre-Promote, der wird hier hinten aufpassen. Genau. So. mal gucken, die ersten trotteln da jetzt langsam hin. Da greift schon einer unsere Dose an. Mach geil. Heiliger Schmerz, was für ein Einstand für unsere erste Promoted Unit. Verdammter Axt. Oh, besser gesagt, verdammter Speer. Also, vorhin hast du es doch gesagt mit Darren Sandstorm, weißt du, das hat jetzt gerade gefehlt. Wieder gewirbelt. Das ist die Almighty Despawn Poke Polearm. Weißt du, er sticht auf den Gegner und er vaporisiert ihn. So ziemlich. So. Ah, verdammt, Dorcas hat nicht das Wurfball. Oder den Bogen. Aber ich meine, der Junge ist auch gut dabei, der hat. Du Idiot, ich bleib doch extra da oben. Die laufen aber auch so lahmarschig. Ja, aber so ziemlich. Also die gleiten ja so mehr oder weniger vorwärts. Ha, vorbei. Der Nimbledorgas. So. Ich muss sagen, Style-Faktor over 9000. Das also ist super geil. Zeig mal, was du so mit einem Eisenbogen alles altstellen kannst. One-Shot. Der Junge ist gut drauf. Auf jeden. Also ich schätze, aber die komplette rechte Hälfte, obere rechte Hälfte wird sich am Oswin selbst zerstören. Okay, Ken schickst du jetzt rein? Ja, ich will gleich mal ein bisschen mehr kaputt machen, weil wie gesagt, wir haben jetzt auch schon ein Kapitel gehabt, wo wir ein bisschen länger für eine Map gebraucht haben. Deswegen, ich will versuchen, halt so schnell und effizient wie möglich unsere Maps zu clearen. Einfach wird sie gar nicht so weit laufen. Na gut. Vor allem so der Ausfall. Ja, 2x18 auf jeden Fall. Ja, GG, easy. Das E in ERG steht für easy, ich sage es euch. Jetzt muss ich nur hoffen, dass es kein Fehler im System war und unsere Dose so weit laufen kann. Wir haben ein Luxury. Yay. Dose, jawohl. Dosenpower. Mir. Eisenlanze. Oder soll ich den Langspeer? Also tot ist er auf jeden Fall. Ja, man kann mich auch gegen den Bogenschützen wehren. Boots. Die Despawn-Lanze hat wieder zugeschlagen. Ich frage mich auf Distanz, wie macht er das mit der Lanze? Wirft dann den kompletten Weg und zieht sie mit der Kette wieder zurück? Das werden wir ja sehen, weil der Bogenschütze wird unweigerlich auf ihn schützen. Yep. So. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ich glaube, ich schicke Rebecca einfach in die Backline, genauso wie dich hier. Schicke Lynn auch noch nach unten. Jetzt haben die Jungs da freie Auswahl, wenn sie angreifen wollen. Ja, also ja. Hier, ihr beiden erstmal. Hier wird die Folge der Unterstützungsgespräche. Ah, Eliwood, gut zu wissen, dass du unverletzt bist. Also ich habe bisher nur eingekauft. Wie soll ich mich da verletzen? Ja, ich auch. Gut, dass du dich nicht verletzt hast.
Kleinen Intelligenzquotient. Hector geht das Schiff runter, das Schiff fängt schneller an zu sinken. Das Schiff fängt Feuer. Hector, was hast du getan? Ich wollte Anima-Magie ausprobieren, Mama. Hast du irgendwas anderes erwartet? Nein, natürlich nicht. Ich wusste, dass du dich gut halten würdest. Hector, warte doch einen Moment. Was wolltest du wirklich? Nichts. Es reicht mir zu sehen, dass du am Leben bist und noch kämpfst. Ich wollte nur sicher gehen, dass du dich nicht übernimmst. Wenn ich nicht in deiner Nähe bin. Das könnte ich auch über dich sagen. Über mich? Dann machst du dir mal keine Sorgen. Mir geht's gut. Wo liegst du da in Mast und du? Da steht, da mach dir mal keine Sorgen. Da mach dir mal keine Sorgen, verdammte Axt. Ich kann dir schon sehr groß gemacht. Double Time Hector aus deinem Kopf. Was anderen zu viel ist, ist mir gerade mal recht. Gerade recht. Aber du warst nie besonders zielebig, Eliwood. Auch bist du nicht an langen, anstrengenden Reisen gewöhnt. Wenn du dich übernimmst, erleidest du noch einen Zusammenbruch. Im Vergleich zu dir sind wir doch alle Schwächlinge, Hector. Glücklicherweise werden Schlachten nicht nur durch Stärke gewonnen. Nicht? Nein. Seit wir 12 Jahren haben wir uns alle 2 Monate im Training gegenübergestanden. Von Level 30 Kämpfen bis Level 14 Kämpfen. Von 30 Kämpfen habe ich 14 gewonnen und 12 verloren. Und 4 waren unentschieden. Wie? Das glaube ich nicht. Ich erinnere mich an 31 Kämpfe. Wir liegen bei 13-13 und 5 unentschieden. Nun, da liegst du wohl falsch. Ich habe recht. Und was macht dich so sicher? Ich bin der Lord. Ja, ich doch auch. Wessen Geschnarche war es denn, dass die Dachbalken während des Mathematikunterrichts zum Wackeln gebracht haben? Ich habe es immer gewusst. Guter Punkt. Trotzdem, ich finde es rührend, dass du dir Sorgen um mich gemacht hast. Und jetzt zurück in die Schlacht. Hey, warte! Verdammt! Das sind so richtige zwei Saufkumpane, ganz ehrlich. Die Jungs sind so gut. Ich mag sie irgendwie auch, ja. Die haben auch so dieses Gai Kakashi-Beziehung. Die ewigen Rivalen. Nein, wir haben so und so viele Kämpfe gemacht und so viel Unentschieden. So und so viel habe ich gewonnen. So. Mal gucken, ob sie jetzt auf Florina gehen. Ich habe noch kein Safe-Set gemacht. Sich nach oben, es wird Lin angegriffen. Er wählt den Freitod. Naja, er kann zwischen Eliwood, Hector und Lin entscheiden. Nein, er hätte auch auf Dorcas gehen können. Guck, der macht schlauer. Der greift Dorcas an, weil er weiß, Dorcas wird sich nicht wehren. Stimmt. Aber das ist Dorcas Plan. Er guckt schon an ihm vorbei zum nächsten Gegner, weil er weiß, der ist fair. So, jetzt werden wir sehen, wie er Lanze wirft. Er schmeißt sie einfach weg. Weißt du, wie Seto Kaiba damals die Karten einfach auf die Gegner geschmissen hat? Ja, voll. Yay, Geld! Ja, okay, ich vergaß, die können ja auch Nahkämpfer sein. Aber das kam ja wirklich wie aus der Kanone geschossen, den ich mal. Nimbledorkas. Das ist Nimbledorkas. Und der nächste. Okay, er wird sterben. Das prophezei ich. Er hat 19 Leben, wir machen at least 25 Damage mit 100% Treffgenauigkeit. Okay. Okay. Was ist das für ein Kerl? Es ist der durch dich durchgucke, Dorcas. Dort, der nächste darf auch nochmal. Jungs, ihr habt alle einfach nur Glück, dass Dorcas gerade sein Wurfbeil nicht hat. Der würde dich auch, wenn es die Mechanik ihm erlauben würde, ja, dann würde er dich auch mit dem Bogen erschlagen. Wahrscheinlich. Das erinnert mich ja an Game of Thrones, der erste Kampf von Tyrion Lannister, so sein erster Toter, also wie heißt es, den ersten Mann, den er getötet hat, war ja durch ein Schild. Ja. Mit dem er war auf die Rübe geschlagen. Richtig. Dorcas hat einfach auch den Bogen und verprügelt alle. Wir haben echt schon lange kein Game of Thrones mehr. Nur so nebenbei erwähnt. Oh, das stimmt. Es sind übelst viele Sachen passiert, wir sind da eigentlich komplett raus. Das stimmt wohl. So, Schlitz. Der nächste Fluxdübe. Das Nervigste an dem Dunkelbagger ist, dass sie so eine lange Attack-Animation haben. Das stimmt. Also es gibt mir... Schlieb! Das gibt mir heute schon der Rede auf den Kack, ehrlich gesagt. So, wer kann weiterlaufen? Du oder du? Sowohl als auch. Gut, dann macht Eliwood den hier hinten.
Ja, zweimal von 13, ruhig weg. So, mal gespannt, ob meine These stimmt. Nein, okay. What? Meine These war heute im Discord gewesen, dass ich zu Tobi gesagt habe, alles, was hier über 20% Wahrscheinlichkeit hat zu treffen, wird auch treffen. Okay. Bei der Arena habe ich gemerkt, dass selbst, also bei mir haben Gegner, das war... Danke für What? Diesen guten Seegang. bei mir in der Arena war ein Vaivan-Ritter dabei. Der hatte 86% zu treffen und hat verfehlt. What? Diese ganze Axt ist größer als der Schamane gewesen. Und Dorkas guckt sein Axtblatt an. Ich hab da noch Köpfe dran kleben. Ja, so wie die Autofahrer, die fliegen werden. Ja. Gut. Oh, komm in die Pötte. Oh, er hat getroffen. Ich hab 2 Damage genommen. Gegen Magiker. Ja! Nice! Oh, ist das geil. Oh, oh göttlich. Das oh, ist nice. Antarkt. Das ist actually pretty blue. Also wir haben jetzt ein Langschwert bekommen hier in diesem Kapitel. Wir haben jetzt den Leitstern bekommen in dem Kapitel. Okay, Feuerjuwel für noch mehr Geld. Trainier dich mal mit deiner neu gewonnenen Axt ein. Axt! Wutz! Wie die Axt in der Luft hängen bleibt! Der hat sogar Lanzenmeister gehabt, der Dude. Gut, dass die Axt genommen hat. Was soll ich denn damit? Kann man das essen? Kann man das trinken? So, dir bringen wir Feuer. Und die Macht zu verbrennen. Dich zu verbrennen. Der hätte einen Panzerbrecher gehabt. Das sind alles so Anti-, also so angebliche Anti-Oswin-Units, die allerdings nichts geschissen kriegen. Der hat ein Eisenschwert. Verzweifle. Ich sag dir, mehr brauchst du nicht zu wissen. Verzweifle einfach nur. Also wäre ich so. Dieser Gegner, würde ich einfach vom Schiff springen und um mein Leben schwimmen. So, Good Guy Dorkas wird erstmal geheilt. Sein Krieger-Sprite gefällt mir. Sieht ziemlich awesome aus. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, der Junge hat auch ordentlich Muckis bekommen durch das Sprite. Das braucht er wahrscheinlich auch, weil ich sag mal, der Treffgenauste. Der Treffgenauste kann er ja gar nicht sein, wenn er in zwei Richtungen gleichzeitig guckt. Also immer straight am Ziel vorbei. So das Byakugan-Prinzip, im Wald kann er das ganze Schlachtfeld sehen. Ja, wahrscheinlich. Wie bei Kuroko no Basket, das Hawkeye. Jo. Er ist eigentlich der wahre Stratege. Und Muba ist eigentlich nur sein Schüler. Ja. Okay. Das kann es doch nicht gewesen sein in dem Chapter, oder? Das ist irgendwie so. Das ist unten links noch einer. Kannst du noch ein geschütztes Gespräch führen? Auf jeden Fall, wir haben, das habe ich total vergessen. Die müssen hier nebeneinander stehen, damit sich Unterstützungsgespräche ausprägen. Also da ist der Boss. Hier ist alles. Alles andere hier ist wurde. Alles wurde gewiped. Florida! Oh, okay, der macht mir actually Damage. Erstmal Safe-Stacken, bevor ich das mache. Aber der Boss denkt sich auch so, verdammte Axt, was ist denn hier passiert? Und ich sag mal, er sollte mich nicht killen dürfen, weil er macht mir 24 Damage in 2 Angriffen. Mhm. Und ich habe doch 25 Life. Ja, richtig. Macht euch keine Gedanken wegen eines Hinterhalts. Entert ihr Schiff. Ihr wisst nicht, verdammt, wo kommt dieser Pegasus-Ritter her? was mache ich? Moment. Ich bewerf dich mit Büchern! Bildung! Gut. Es ist jetzt noch ein Crit rausgehauen. Das sind's. So, und jetzt sollte auch der Return-Kill kommen. Nummer 1 und Nummer 2. Du besitzt so viel Stärke. Der Schwan der Arena, ja. Ich bin der legendäre Super Saiyan. Es tut mir leid, wir haben uns heute den Kampf gegen Kevlar geguckt. Ich auch.